Hallo, hier spricht Peter Babnick. Und zwar, ihr seht hier mal ein bisschen schönere Landschaft. Also es ist ein Park. Und ich bin, wie ihr seht, hier kann man das sehen, im Archiv Benutzersaal Abteilung Haus 901. Und tatsächlich bin ich auch neuerdings hier, wie man sieht, Besucher im Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde. Ja, also ich bin in Berlin. Es gibt nicht nur ein Bundesarchiv in Koblenz, nein, auch in Berlin, in Bayreuth, wo noch? In anderen Städten. Ich weiß es nicht genau. Es gibt mehrere. So, hier ist also das Bundesarchiv und hier ist das Gebäude, also das, wo ich reingehe. Das Ganze ist wieder eine ehemalige Kaserne, also Konversion findet statt. Das wird zivil genutzt, wie ihr seht. Und jetzt wollte ich da mal kurz reingehen mit euch. Das geht, hoffe ich. Und zwar habe ich da auch noch was Schönes entdeckt. Das wollte ich mal zeigen, was ich sehr schön fand. Und hier nochmal Bundesarchiv, ne, Stiftung und so. Ja. Und tatsächlich haben die auch einen DDR-Schwerpunkt. Also an die ehemalige DDR. Serien und so. Und hier, das fand ich besonders schön. 2014 hat das Bundesarchiv in Lichterfelde, ist im Süden von Berlin, einen Sonderpreis bekommen. Und zwar von der Stadt Berlin. Und zwar für Inklusion. Wir wissen ja alle, 2020 soll eigentlich die Inklusion abgeschlossen sein. Auch in Schulen. Das sind noch 2 Jahre. Wir erinnern uns an die Bachelor- und Master-Einführung. Das ging auch in den letzten Jahren relativ schnell. So wird das vielleicht jetzt auch sein, denn Inklusion heißt zum Beispiel rollstuhlgerecht. Ja, und dass eben das Personal und alle, auch Lehrer, zum Beispiel in Schulen, darauf vorbereitet sind, dass man eben, dass diese Lehrkräfte inklusionsmäßig oder inkludierend unterrichten können. So, hier ist ganz kurz super Inklusion. Na, okay, aber ist denn noch eine Treppe? Und hier ist über Mobilität eine kleine Ausstellung. Und hier links ist jetzt der Lesesaal. Da will ich mal nicht stören. Ich muss auch leise sprechen. So, ich wollte das nochmal zeigen. Jetzt gehen wir mal raus. Und ja, es ist wie gesagt hier Lichterfelde. Bin hier schon relativ früh rausgefahren. Wir haben es jetzt ungefähr, was sagt die Uhr? Naja, so 10:45. Ich war tatsächlich so um, na, 8:45 eigentlich schon da, denn die ganze Sache, ich wollte eigentlich viel früher da sein, dann hatte ich so ein Problem mit dem Bus, denn, ach, das muss ich auch mal kurz erzählen. Ach, das sind 2 Sachen. Und zwar einmal habe ich letztens in Koblenz mitgekriegt, ist eine Frau bei uns eingestiegen in die 6 und hat gesagt, ich bin gerade in einen Bus eingestiegen, da stand die 6 oben drauf auf dem Bus und als der losfuhr, ist die Nummer einfach umgesprungen auf 9, dann ist der Bus eben die Linie 9 gefahren und als sie das merkte, ist sie natürlich sofort ausgestiegen, wieder zurückgefahren und ist dann endlich in den Bus 6 eingestiegen. Also sprich, der Bus hat während der Fahrt seine Nummer gewechselt, das ist natürlich auch besonders schön. Da kann die arme Frau natürlich überhaupt nichts für. Und das Zweite, was mir jetzt hier passiert ist, ich bin bis Lichterfelde Ost gefahren und habe mich natürlich in den Bus gesetzt, so wie er fahren sollte, und habe halt immer auf die Anzeigen geguckt im Bus, weil ich bin ja das erste Mal hierher gefahren. Und auf einmal frage ich, kommt jetzt eigentlich die Bushaltestelle Bundesarchiv? Und dann sagte die Nachbarin auf einmal, ja, die war schon. Und dann gucke ich auf die Anzeigentafel und als nächstes wurde Bundesarchiv angezeigt. Also sprich, die Anzeigen im Bus waren nicht synchron mit den Haltestellen. Also ich meine, ich hatte aber auch sowas von keine Chance, hier sozusagen früher da zu sein, weil natürlich ich mit dem Bus gefahren bin, immer auf die Anzeigen geguckt habe. Und dann kam auch mein Bundesarchiv, bin ich ausgestiegen und habe festgestellt, ich musste nochmal 2 Stationen zurückfahren, um endlich am Bundesarchiv, also hier anzukommen. So, und dann beim Zurückfahren, das war auch sehr schön, habe ich auch wieder eine Frau getroffen und dann standen wir da und es sollte eigentlich 52 was, jemand einen Bus fahren, dann wieder 2 nach und 12 nach. 52 kam keiner,
zwei nach auch keiner. Und 12 nach kamen auf einmal zwei hintereinander. Und da, als wir da warteten, hat die Frau mir das halt auch so erzählt, dass das hier in Berlin, besonders in Außenbezirken, so wäre, dass das häufig mal, also ein Bus mal ausfällt oder dann zwei auf einmal kommen. Ja, fand ich auch sehr interessant. Okay, so viel nur zur Basisarbeit sozusagen oder aus der Realität. Ne? So macht doch nur einen Plan. Insofern, gut, ach, da wären wir wieder bei der DDR. Gut, dann gehe ich da hier mal rein. Ich mache tatsächlich ein bisschen Familienforschung. Also mein Nachname, habe ich da irgendwas entdeckt, dass es da wohl Akten gibt? Muss mal gucken. Das Lustige ist noch, muss ich auch nochmal sagen, da wird immer gebeten, ja, man soll Geburtsdatum und irgendwie Geburtsort oder so angeben von den Menschen, die man da ausleihen will. Jetzt ist es aber so, ich möchte ja gerade erst wissen, was das für Menschen sind, die da den gleichen Namen tragen. Wie kann ich denn jetzt schon Geburtsdatum und Geburtsort angeben, wenn ich die Leute noch gar nicht kenne? Darum möchte ich die ja gerade angucken, die Akten. Also all so Sachen, die ja interessant sind, die hier eben stattfinden tatsächlich bei uns hier auf Planet Erde, während wir uns im Double Spin um die Sonne drehen. Insofern, ja, kurzes Statement hier aus Lichterfelde. Damit alles Gute und bis später. Es grüßt Peter aus Lichterfelde, Berlin, Bundesarchiv. Ciao.